It's Update Time und damit willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale. Es gibt ja ein relativ großes Update, ich fasse mal grob zusammen, was es gibt. Es gibt 5 Battle Decks anstatt von 3. Es gibt neue Karten, auf die ich während des Videos noch eingehen werde. Ich vergesse es eh. Und man kann sich als Freunde adden über einen Link, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Und natürlich 2v2 ist jetzt erstmal eine Woche verfügbar. Wir fangen erstmal mit der Clan Chest an. Nichts so nicht aufregendes, ein bisschen Gold, Valkyrie, Musketier, Liederbarbaren, Battle Ram, Sperrkobolde und oh! Was habe ich gesagt mit nichts Aufregendes? Executioner auf 5, das ist geil. Gleich mal upgraden hier. Ja, genau, das ist erstmal mein 2v2 Deck. Auf den anderen Slots habe ich normale Decks. Und ja, Quick Match machen wir, damit ich nicht auf Clan Mates warten muss. Da spielt der Random mit irgendjemandem gegen 2 andere Wendos. Deswegen sind die Decks oftmals nicht so gut abgestimmt. Man bekommt regelmäßig Noobs ins Team. Da spielt auch ein Packer-Deck, das gefällt mir. Denn Doppelpacker ist defensiv sehr, sehr stark. Jedenfalls, hier, was wollte ich sagen? Genau, ihr spielt hier mit anderen und die 4 neuen Karten. Das ist zum einen der sogenannte Meta Knight. Die Smash-Spieler werden wissen, was daran so interessant ist. Doppeltornado, wow, 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 das könnte echt nervig werden für den Gegner. Na, jedenfalls, der Meta Knight für 7 Elixier, ähnliche Hitpoints wie ein Packer. So ein ähnlicher Effekt wie ein Bandit, aber mit Flächenschaden, macht aktuell, das wird bestimmt noch angepasst, mit einem Hit 240 Schaden, dann nach einem Charge den doppelten, also 480, bedenkt Flächenschaden. Wenn ihr ihn spawnt, kommt er direkt, wie, so ähnlich wie man es beim Elektromagier kennt, mit seinem Hit, also den 480 Schaden, was definitiv einen großen Unterschied macht. Und ich denke, das wird eine einzigartige Win-Condition sein. Ich habe schon gehört, dass manche meinen, das wird den Packer outclassen, aber nein. Packer ist eine defensive Karte geworden, die, wenn man sie offensiv spielen will, als Support ganz andere Karten braucht, als wie das diese Karte brauchen wird. Denn diese Karte macht ja Flächenschaden und baut auch viel mehr Druck auf. Das bedeutet, diese Karte braucht eher defensiv guten Support und ich denke mal Durchschlagspower hinter der Truppe, also ein Musketier oder so, weil ich denke, dass die Probleme dieser Truppe sein werden, dass sie einfach zu wenig Schaden macht, um Tanks zu killen. Ich meine, 7 Elixier, soweit ich weiß, braucht sie 3 Hits. Wenn diese angecharged kommt, um den Ritter zu killen, gegen Packer hat sie gar keine Chance. Also, das wird einfach so sein, dass man diese mit Tanks ganz gut handeln kann. Und der Packer war schlecht gesetzt. Dann haben wir ein Skeleton Barrel, was nicht so ist, wie man es jetzt bei dem Namen erwartet, dass man halt ein Koboldfass hat, wo Skelette rauskommen, sondern es ist so, dass das so eine Truppe ist, die übers Feld fliegt, also eine Lufttruppe, und 300 Hitpoints müsste die haben oder mehr, ich weiß es nicht genau, wird sowieso noch angepasst, und wenn sie gekillt wird, spawnt sie Skelette. 3 Elixier, denkt dran, alles könnte noch angepasst werden. Und dieses Skelett ist Sponsor, auch wenn es an einem Gebäude ist. Und das ist GG. Dann, bei der Karte denke ich, sie wird nervig werden, gerade in Zap-Bait und Lavaloon. Oder in Graveyard-Decks vielleicht. Wird so eine Art Deck-Filler werden. Aber keine Karte, die man jetzt zwingend spielen muss. Also, das sowieso nicht, aber auch keine Karte, wo man sich jetzt ein extra Konter für mitnehmen muss. Also ich denke nicht, dass diese Karte sonderlich stark wird. Dann haben wir so ein Airship, ich weiß gar nicht so genau, wie das heißt. Das hat jedenfalls den Effekt, dass man, was wollte ich sagen, das Airship, genau, das hat den Effekt. Das hat keinen wirklichen Effekt, ist ein Luftmusketier mit weniger Hitpoints, kann man sagen. Also von der Reichweite her, es greift einmal pro Sekunde an, wenn ich mich nicht irre. Es ist echt unbulky. Also wirklich richtig unbulky. Es stirbt an einem Feuerball und das für 4 Elixier.
Hat aber eine solide Reichweite. Ich glaube sogar vergleichbar mit einem Dart Goblin oder mit einem Musketier oder so. Und wird, denke ich mal, ein solider Support hinter einem Lava-Hund und vielleicht auch hinter einem Riesen. Ja, genau. Hinter einem Lava-Hund oder hinter einem Riesen. Könnte Lava-Hund-Decks nochmal nerviger machen. Wird aber auf jeden Fall nicht OP, denke ich. Außer sie verkacken das Balancing und machen sie halt OP, aber vom Konzept her ist die Karte meiner Meinung nach auch gar nicht so besonders. Finde ich ein bisschen. Ja, ist halt wie gesagt nichts Besonderes, die Karte. Rage Battleworm, was wird das reißen? Dann haben wir Balance Changes bekommen, die sind auch schon da. Wie so gut wie alles andere. Nachthexe wurde genervt, wie ihr schon gesehen habt. Zum Glück. Die war nämlich OP und ich hatte sie nicht. Ansonsten, Goblin Gang hat einen Sperrkobold verloren. Tornado ist eine halbe Sekunde kürzer. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Balance Show. Oh, der Tornado war richtig scheiße. Jedenfalls. Mit dem Balance Changes bin ich zufrieden. Ich weiß sie jetzt nicht alle auswendig. Skelette auf 3 runter. Ich weiß gar nicht, was so gebufft wurde. Zauber stacken jetzt, also sowas wie Poison und Tornado, kann man jetzt klonen und die machen wirklich ihren doppelten Schaden. Ich weiß nicht, ob das vorher ein Bug war. Ich verstehe jedenfalls nicht, warum das nicht schon immer so war. Bin ich dementsprechend auch zufrieden mit dem Balance Change. Ach schade, ich dachte gerade schon, der Loon fliegt durch, aber nee. Das Match wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Oder kriegt der Loon einen Hit? Nee. Okay, dann zur vierten Karte. Das war. Lass mich mal überlegen. Ach genau, die Kanonenkarre aus Clash of Clans, dem Zweitdorf. Sie funktioniert hier völlig anders. Also, nein, nicht völlig anders. Sondern es ist so, dass man halt eine Kanone hat, die rumfährt. 5 Elixier. Müsste ähnliche Stats haben wie eine Kanone, aber wenn man sie killt, also die hat so ein Schild, so gesehen, und wenn man sie killt, wird sie immobil und spawnt so gesehen eine Kanone. Ich weiß noch nicht, ob die einen Hogrider distracten kann. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept. Bin ich sehr gespannt, ob man diese Karte spielen wird. Wow. Ihr kennt vielleicht schon meine Meinung zu aggressiven Starts. Finde ich dumm. Ich kann aggressive Starts absolut nicht leiden. Einfach weil es ist letztlich Luck, auf das man sich verlässt. Entweder der Gegner hat einen Konter oder hat ihn nicht. Offensive Starts mit Truppen mit für 4 oder weniger Elixier kann ich mich noch mit anfreunden, weil es ist letztlich, selbst wenn er einen Konter hat, ist es nicht zu viel, also es ist quasi low risk, high reward, was man ja haben möchte, aber so wirklich Elite-Barbaren mit Support am Anfang zu setzen oder so, wenn der Gegner da den Konter bereit hat, ist das einfach nur scheiße für einen. Und wenn er keinen Konter hat, ist es scheiße für den Gegner. Mehr oder weniger, wenn du einen Konter hast, krieg ich deinen Turm, wenn du einen Konter hast, kriegst du meinen Turm, wenn du keinen Konter hast, krieg ich deinen Turm. Deswegen mag ich solche Stars ab nicht. Und ja, kommen wir mal nochmal zurück zu dem Update. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ganz einfach. Ich wollte gerade irgendwas Cooles mir überlegen, aber es ist einfach interessanter, wenn ihr mir einfach schreibt, wie ihr das Update findet, weil ja, mich möchte es halt wissen. Ansonsten, wir haben 5 Deckslots, deswegen bietet sich das noch mehr an, dass ich eure Decks spiele. Ich denke mal, ich werde dementsprechend so ein kleines Projekt starten. Road to Tourney Standards, dass ich dann alle Karten auf Turnier Standards habe, damit wir, was wollte ich gerade sagen, damit ich eure Decks besser spielen kann. Mann, ich bin gerade in der Folge irgendwie total komisch, was ich labere. Es könnte an 2v2 liegen. Ich spiele aber auch nicht gut. Keine Ahnung, ich bin irgendwie heute nicht so gut im Kommentieren und nebenbei spielen. Ist ja auch egal. Ist ja vollkommen egal. Kommt her, damit ich nicht zu sehr erneut werde. Fuck, fuck, fuck. Das ist blöd. Sepp drauf. Ach.
Das könnte GG sein. Ich glaube, das ist GG. Oh, wobei der Eisgolem könnte jetzt echt Work machen. Beendet davor, dann haben wir erstmal wieder einen Konterpush. Hog Rider auch noch. Das ist halt so wieder Henker Tornado Bait. Also, ne? Oder Princess Tornado reicht hier auch schon aus. Ja, ich denke, ein Packer kann ja alles ganz gut abwehren. Okay, zum Glück setzt er den Miner immer gleich, sonst hätten wir hier ein Riesenproblem gehabt. Und bis der Miner meinen Packer killt, da ist nächstes Jahr, aber leider konnten wir uns besser sein. Okay. Ich überlege gerade, was gab es noch für Balance Changes? Log hat ein halbes Feld weniger Reichweite. Dann Bandit. Dasht jetzt schneller. Das ist auch nochmal ein Balance Change, der doch was ausmachen kann. Bandit hat jetzt auch einen Ticken mehr Hitpoints. Und keine Ahnung, gab es da noch was? Ich glaube, es wurden noch mehr Karten gebufft. Ach ja, die Hexe. Ich weiß gar nicht, was so genau. Ich glaube, mehr oder weniger alles ein bisschen. Außer, dass er am Anfang keine Skelette mehr spawnt, das wurde weggenommen. Also, das ist jetzt neu, dass sie am Anfang, wenn man sie setzt, keine Instant-Spawns hat. Das ist, um es gleich wie bei der Nachthexe zu haben. Komm, den kiten wir mal. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich irgendwie meine Feuergeister so dran. Was schreibt der da? Ups, du wurdest halt gekitet, mein Freund, ne? Bowler können wir nicht supporten. Der Knight, ach, der kriegt, glaube ich, zwei, drei Hits auf den Furnace. Das ist blöd. Ich will jetzt nicht so viel Chip fressen. Ich glaube, ich hätte es durchlassen sollen. Jetzt habe ich kein Elixier, um einen Tank vor den Henker zu setzen. Der Bombenturm wird ihn handeln. Das war ein 2 für 5 Trade. Das ist noch ein Eisgolem, ist auch okay. Kriegt er keinen Schaden auf seinen Bombenturm. Der Henker wäre fallen ist jetzt gut. Das hat mein Gegner eigentlich so auf der Hand. Noch ein Elektromagier. Graveyard noch. Dieser Graveyard, damit kann ich mich absolut nicht anfreunden. Oh Scheiße, der Minenwerfer, der macht jetzt Work. Komme ich mit meinem Battleground an den Minenwerfer nicht ansatzweise? Ich glaube, das ist Tower. Yep. Das ist Turm. Wenn wir die Nachthexe killen, spawnt die ihre drei Beds nur noch und das reicht aber. Die Nachthexe fühlt sich immer noch sehr, sehr mächtig an. Aber es ist ja auch eine Legendary und man muss ja auch erstmal lernen, wie man diese Karte kontert. Also, ich weiß nicht, ob sie zu OP ist, aber ich will auch kein Funky 2 haben. Hexe wird ja auch schon super wenig gespielt. Vielleicht wurde. Hexe hat ja Buffs bekommen. Was ich schade finde, keine Balance Changes für die Prinzen. Die waren meiner Meinung nach ein Ticken zu weak. Aber vielleicht profitieren sie durch den indirekten Buff, dadurch, dass sie Swarms mehrfach genervt wurden mit der Goblin Gang und mit den Skeletten. Was ich übrigens auch cool für den Packer finde. Oh Scheiße, die Feuergeister. Hätte ich mal eher setzen sollen. Aber wir müssen ja sowieso pushen jetzt. Ich glaube, das Match wird nichts. Oder? Packen wir das noch? 1000 Hitpoints. Der Sepp kommt. Nee, keine Chance. Okay. Ich würde sagen, wir machen noch ein Single-Match, weil 2v2 ist ein bisschen zu Mate-abhängig. Schreibt mir mal Decks in die Kommentare. Und am besten addet mich gleich als Freund. Ich packe euch da den Link in die Beschreibung. Ach so, das war natürlich auch noch neu, dass man sich jetzt ohne Facebook oder so adden kann bei Clash Royale. Also ihr braucht mich nicht zwingend adden, aber dann könnt ihr halt mal mit mir zusammen spielen und meinen Account beobachten und alles. Also es sollte schon vorteilhaft sein. Da könnt ihr auch immer mal probieren, in den Clan zu kommen, weil da sowieso gerade super viel Platz ist. Der Knight. Ah, fuck, ich glaube, das war ein Overinvestment. Ein starkes. Auch wenn die Rakete geschossen hat. Okay. Jetzt noch das Battle Ramp. Ich glaube, das war. Das Kampfholz. Ich glaube, das war ein Overinvestment von meinem Gegner. Die Pfeile, aber die Goblin Gang wehrt das hier super gut ab.
Schade. Tornado. Gut, ich habe mal Tower aktiviert, aber er hat mir zu viel Schaden gemacht. Jetzt spielen wir auch eindeutig gegen Zap Bait. Finde ich gut dagegen zu spielen, weil ich einfach wissen möchte, wie sich das jetzt spielt ohne den Sperrkobold, aber dafür auch mit dem schwächeren Tornado. Ja, es ist eindeutig Zap Bait, könnt ihr mir nichts erzählen. Jetzt muss er wieder was setzen in Night. Okay, dann ist das jetzt der Moment, wo ich mein Pack herausbekomme. Und das ist schon mal ganz okay. Er wird wahrscheinlich den Inferno-Turm spielen, weil es Zap Bait ist. Ja. Oh, den hat er super schlecht gesetzt. Den hat er schlecht gesetzt. Zapdos drauf. Kannst du Kampfholz so viel du willst. Graveyard dahin. Ich glaube, das wird schon mal ein bisschen Chip auf seinen Turm. Leider war der Packer schon ziemlich low durch die Goblin Gang, weshalb das kein ganzer Tor. Oh, aber es wird super viel Schaden. Nice. Und jetzt kann ich den Executioner setzen. Der sollte ja alles wegholen. Feuergeister kümmern sich um das Barrel. Das macht nicht viel, gerade auch weil der mittlere Turm mithilft. Weshalb es sich echt lohnt, gegen Zapbait sich den Turm zu aktivieren. Er hat kein Elixier für die Bandit. Für die Bandit. Genau, für die Bandit. Der Pack holt die Princess weg. Das war zwar relativ teuer, aber ich denke, wir müssen hier nochmal pushen. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ich gegen Goblin Barrel das so lange verteidigen kann. Wobei, es sind ja nur noch 20 Sekunden. Dann müssen wir ja nicht mehr pushen. Oh doch, er spielt Rakete. Verdammt, jetzt habe ich ihm nochmal Rocket Value fast gegeben. Okay. Aber der zweite Turm ist, glaube ich, für mich leichter zu holen als für ihn, weil er wesentlich schwerer hat, seinen Inferno-Turm gut einzusetzen. Und ich halt, gut, ich hatte die ganze Zeit zwei Türme, beziehungsweise sogar drei, also. Ja. Elektromagie ist da. Aber es war zu spät. Also, der Push wird sterben. Feuergeister kriegen vielleicht noch Chip auf den Turm. Nein, lässt er nicht zu. Okay, das ist jetzt scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Es eskaliert. Es eskaliert. Killt mal bitte alle Truppen hier. Verdammt, der Packer war auch schlecht gesetzt. Aber ich will jetzt nicht Princess zappen, nur um sie zu retargeten. Fuck, hätte ich machen müssen, hätte ich machen müssen. Ja. Ich wollte dieses Match noch gewinnen. Na dann. Ich habe zweimal die Rocket vergessen. Dann habe ich auch nicht verdient zu gewinnen. Okay. Passiert. Ja. Mit der Anfangshand müssen wir ja, glaube ich, abwarten. Bandit aggressiv will ich nicht unbedingt, weil es einfach zu leicht zu kontern ist. Wir schicken hier einen Executioner auf den Riesen, um Support zu chippen und damit wir einen schönen Konterpush haben, weil ich hier jetzt relativ aggressiv den Packer weit vorne setze. Halt, stopp. Ich brauche eins mehr Elixier. Fuck, ich verliere. Dachte, ich verfehle den Dart Goblin. Okay. Er hat uns gut Schaden gemacht, aber ich glaube, er hat kein Elixier mehr, um unseren Packer zu verteidigen. Nein, hat er auch nicht. Das war ein Overinvestment seinerseits. Durch dieses Tornado-Zap-Kombo konnte ich seinen Push wunderbar abwehren. Und am Anfang dachte ich, der Schaden vom Tornado wäre relativ nutzlos. Aber das ist ja halt, für ein Elixier mehr bekommt ihr fast den Schaden von einem Zap. Und so gesehen ein 2,5 Sekunden Stun, wobei, sagen wir mal, ein 1,5 Sekunden Stun plus extra Tools, die ihr verwenden könnt. Weil 2,5 Sekunden, dass die Truppe in dieser Zeit gar nichts bezweckt, das hat man meistens nicht. Den Chip lasse ich ihm. Ich bin lieber auf viel Elixier, weil auf den Turm pusht er eh nicht und er muss ja aggressiv spielen, um die 1000 Punkte Schaden an meinem Turm noch wegzukriegen. Gerade gegen so einen Packer kann das schon schwer werden. Okay, er hat einen Poison. Der alleine reicht aber in einer Minute, wenn er durchcycelt, wahrscheinlich nicht aus. Und Poison Rocket oder so sehe ich einfach nicht, dass das irgendjemand hier oben noch spielt.
Wobei es natürlich an der Stelle gut wäre. Muss man auch zugeben. Dadurch könnte er. Na gut, wobei er würde sau viel Elixier verlieren. Nur um diesen Turm wegzuchippen. Es würde ihn aber definitiv weniger Druck für die Offensive geben. Ich war kurz davor, den Turm zu zappen, nur damit er retargeted. Ich will immer retarded sagen. Aber das wäre es, glaube ich, nicht wert gewesen. Feuergeister haben ewig gebraucht, um sich zu setzen, weshalb mein Push hier stirbt. Sehr, sehr schön. Nicht. Oh, Moment, ich darf ihm keinerlei Chip erlauben, damit sein Poison alleine nicht reicht. Weil er nämlich noch zwei braucht und das packt er nicht. Zwei Poison packt er nicht. Das bedeutet, er muss ja hyperaggressiv spielen. Wenn er das macht, wird er wohl kaum meinen Packer-Push abwehren. Wenn er jetzt nicht noch spontan einen zweiten, stärkeren Damage-Spell wie Lightning auspackt oder sowas, wird es nicht für ihn reichen. Und ich hätte jetzt auch noch mal seinen Turm gehabt, hätte er einen stärkeren Zauber gesetzt. Also, der Kampf war souverän gewonnen. Und ich würde sagen, damit hören wir auch schon auf mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen.